Vor vielen hundert Jahren, wo es im Mittelland noch Feen und Könige gegeben hat, hat hoch über der Stadt Olten ein König gewohnt. Der König hatte einen Sohn, den Prinz Salar. Das war zwar noch recht ein Hübscher, aber auch ziemlich ein Fauler. Er hat nichts lieber gemacht, als den ganzen Tag zu pfusen. Rapper, rapper, aufstehen, Sohn! Zeit zum Regieren, statt Solothurn und uns huldigen! Guten Kaffee, Ruhe, noch mit weiter pfusen. Das darf doch nicht wahr sein, am helllichten Tag. Er braucht eine Frau. Und so hat der König alle ledigen jungen Frauen vom Mittelland antreten, für das sich der Prinz eine Frau aussuchen kann. Klar, das ist ziemlich oldschool, aber damals hat man das halt so gemacht. Ist schon ein geil, König zu sein. Los, Bube, willst du die nette Dame nicht begrüßen? Ja, Me Too hat es dann halt noch nicht gegeben. Zu blond. Zu klein. Nein. Die kommt aus Grenchen. Hopper, 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 Was der Prinz nicht gewusst hat, eine von diesen Damen war eine mächtige Zauberin. Zahlt. Was? Du freche Hagel! Also so geht man sicher nicht mit einer Dame um! Ja, Olten war halt schon immer recht ein revolutionäres Pflaster. Haben wir es jemanden? Ich will endlich pfusen. So, pfusen willst du? Ja, das willst du, Herr Schätzli. Und zwar für immer! Bis dich ein Kuss vom Wahrer, echter Liebe, erlöst! Rings ums Schloss haben die Rosen angefangen zu wachsen. Jedes Jahr sind sie höher geworden, bis man das Schloss fast nicht mehr gesehen hat. Viele Jahre später ist eine junge Prinzessin auf Wanderschaft am Rosenschloss zu Olten vorbeigekommen. Sie hat viel von dem geheimnisvollen Ort gehört und hat darum kurzerhand beschlossen, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Na ja, selbst ist die Frau. Schauen wir mal, ob es den Prinz Pusius wirklich gibt. Es stellt sich nur die Frage, wie wir hier reinkommen. Das Olten war man halt schon immer offen für andere Kulturen. Chantal, es hat keinen Wert. Wir kommen nie durch die Rosen durch. Da könnte man wieder mal Staub saugen. Geht's noch?
Du, jetzt hör mal auf. Hey, das kostet alles Geld. Wer bist du? Was willst du von mir? Hey, Sister, ich bin da, um dich zu retten. Oder möchtest du wirklich die Schlaftabletten dort hinten wachküssen? Sicher nicht! Ich kenne ihn ja nicht mal. Ich wollte einfach ein bisschen nach oben schauen. Sowieso. Was denkt eigentlich der chauvinistische König, was er für einen sagt? Alle gnädigen Frauen antreten zum T-Shirt-Contest, oder was? Nein, sorry! Sind wir noch im Mittelalter, oder was? Habe ich etwas verpasst? Ja. Ziemlich genau 100 Jahre. Ja, und wer hat mich mit ihrer bedingungslosen Liebe jetzt wachgeküsst? Sie. Oh, I could hide neath the wing of the bluebird as she sings. Und so hat sich doch noch alles zum Guten gewendet. Der Hofstaat ist verwacht. Und die Prinzessin ist vom König reich belohnt worden. Ich gebe dir mein halber Königreich. Hast du gewählt? Hä? Der Prinz als Ehemann hat sie dankend abgelehnt. Aber ein halbes Königreich kann man immer brauchen. Auch der Prinz hat sich auf wundersame Art verändert. Er war plötzlich nicht zu allen und nicht mehr den ganzen Tag im Bett gelegen. Ja, wahre Liebe findet man an den ungewöhnlichsten Ort. Und oft, wenn man es nicht erwartet. Ja, wenn ihr noch mehr Filme sehen wollt, wie wir bekannte Geschichten und Märchen durch den Gaggo ziehen, dann hier drücken und hier unten die Glocke aktivieren.